Wenn Jesus nach dem Zeugnis des Johannesevangeliums zu uns spricht, liebe Schwestern und Brüder, dann hören wir sein Zeugnis jetzt am Vorabend seines Sterbens. Wir werden es hören den ganzen Rest der Osterzeit. Eben noch hat Jesus den Jüngern die Füße gewaschen. Und ein Wort, das Jesus spricht, ist tiefer als das andere. Wer einen aufnimmt, den ich sende. Wer ist das? Wer ist von Jesus gesendet? Adrian von Speyer bemerkt, natürlich muss hier zuallererst von der amtlichen Verfasstheit der Kirche gesprochen werden. Es gibt von ihm Ausgesendete und solche, die in seinem Namen die Kirche sendet. Das ist heute schwer zu vermitteln. Manchmal versteht man es gar nicht, warum es so schwer ist, aber es ist offenbar schwer zu vermitteln. Das wird dann sehr schnell in einem allgemeinen Sinn aufgelöst oder ausgeweitet. Und es bedeutet nicht zuletzt, wir werden in diesen Tagen, man kann nicht gar nicht müde werden, es immer wieder zu betonen und zu beobachten, es bedeutet, dass was im Gange ist und was geschieht, eine Aushöhlung, eine sakramentale Aushöhlung des Priestertums. Aber die sind nun einmal gesendet. Sie sind nicht einfach Teil der Gemeinde. Das ist ein protestantischer Ansatz, den wir auch nach dem Zeugnis des Johannesevangeliums nicht teilen können. Und da kann man noch so schöne Formulierungen und Floskeln finden, das ist ein tiefer Graben, der sich da auftut. Wer einen aufnimmt, den ich sende, nimmt mich auf. Aber wie sind die gesendet? Das sagt Jesus auch. Die sind gesendet nicht als sie selber. Etwas sehr Wichtiges, gerade in Zeiten von Subjektivismus und Individualismus. Dass manche das missverstehen und meinen, sie selber seien die Stars oder sie selber seien möglicherweise sogar die Botschaft. Welch ein Irrtum. Der Sklave ist nicht größer als sein Herr. Und der Abgesandte ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Was Jesus in den Sendboten sendet, ist sich selber. Er will selber ankommen. Das ist Inhalt, Botschaft und eigentlich sogar Botschafter. Es muss eine Christusförmigkeit und Christusgleichheit geben, derer, die in seinem Namen gehen und gesendet sind. Das ist ein unglaublicher Anspruch. Aber kleiner, weniger bescheiden tut es Jesus nicht und zu Recht. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Es geht um den lebendigen Gott in dieser Sendung. Das ist das Erste, was wir gar nicht genug bedenken können. Und es gibt ein Zweites. Wer einen aufnimmt, den ich sende. Das ist nicht nur das Amt. Es kann auch jemand sein, und dieser Gedanke der Adrian von Speyer passt ganz schön zum Heiligen des heutigen Tages, zu Konrad von Partzan, der einfach um ein Glas Wasser bittet. Wer einen aufnimmt, den ich sende, nimmt mich auf. Es kann irgendwer am Straßenrand sein. Oder jemand, der uns etwas fragt. Der uns, was wir vielleicht schnell überhören, um eine Auskunft im Glauben bittet. Um einen kleinen Tipp für sein Leben oder nur ganz wenig, was wir geben können. Wer einen aufnimmt, den ich sende, nimmt mich auf. Jesus legt verschiedene Spuren, in denen er sich finden lässt. In dem Amtlichen wie im scheinbar Beiläufigen kommt er. Immer geht es um ihn. Und wenn man dabei ist, das nicht mehr verstehen zu wollen oder wahrhaben zu wollen, stellt man sich letztlich gegen ihn, gegen seinen letzten Willen, den er hier am Vorabend seines Sterbens so deutlich ausspricht.